Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück hier zu Judgment. Mir fehlt ein bisschen die Übersicht, wer noch lebt, wer tot ist und so weiter und so fort. Ich habe mal die Liste angeglichen. Wenn da irgendeiner fehlen sollte oder irgendeiner von den Leuten lebt, dann schreibt mir jetzt gerne in die Kommentare, dann werde ich das berichtigen. So. Für uns geht es weiter. Ich weiß gar nicht mehr, was wir vorhatten als nächstes. Auf jeden Fall checke ich nochmal diese Sachen hier durch. Schaltet frei Medizin. Sehr gut. Dann können wir nämlich sagen, dass Medizin... noch voll viele Sachen auf Lager, Alter. Karl zum Beispiel. Karl kann sich mal ein Messer schnappen. Seth kann sich mal ein Messer schnappen. Sebastian kann sich mal ein Messer schnappen und außerdem eine bessere Rüstung. Dunkle Wolken bedecken den nächtlichen Himmel und das sanfte Mondlicht dringt durch die spärlichen Risse in der Wolkendecke. So schafft es ein schwaches Licht, gerade hell genug, um sehen zu können. Punkt. Ein dunkelroter Komet zieht seine Bahn und färbt den Himmel blutrot. Es scheint nichts Geringeres zu sein als Hexerei. Als sich der Mond selbst rot färbt und unheilverkündend glüht. Dämonisches Heulen erklingt in der Ferne. Miau! Solche schlechten Omen scheinen diesem Wesen übernatürliche Kräfte zu verleihen. Ihr sucht nach einer Erklärung für den roten Mond und seine Wirkung auf die Dämonen. Deine Überlebenden entdecken ein uraltes Manuskript, in dem von einem Blutmond die Rede ist, sowie von einem alten religiösen Ritual, um sich davor zu schützen. Nach dem Vollführen des Rituals kehrt der Mond zu seinem normalen blassen Licht zurück und das dämonische Geheul klingt sofort ab. Alles ist wieder so wie vorher. Außerdem bekommen wir ein bisschen Dämonit, das lese ich nicht weiter vor, denn das hatten wir ja alles im Grunde genommen schon mal. So, Greg, du nimmst dir auch Messer. Das ist Basil. Und dann haben alle eine ganz gute Ausrüstung. Ross hat einen Kompositionsbogen. Ist er denn gut mit solchen Sachen? Bogen schießen. Okay, dann haben wir das auch. Aber wie geht's jetzt für uns weiter? Und die Frage ist ja sowieso, wie wir weitermachen. Was wir weitermachen. Hier hatten wir ja alle unsere Sachen rausgebaut und hatten angefangen, die hier reinzusetzen. Wir wollten einen zweiten Essenstisch bauen, wenn ich ihn finde. Ja. Damit mehr Leute gleichzeitig essen können. Und es geht hier vor allen Dingen darum, das alles so ein bisschen so zu pimpen, dass wir schneller sind mit vielen Sachen. Ja, die Station bewegen. Die machen wir hier vorne ruhig rein. In den Schlafsaal. Und ihr seht, da wird ordentlich geforscht jetzt. Sachen können schnell hergestellt werden und so weiter und so fort. Also es ist schon echt gut. Die Blockenhütten können wir jetzt abreißen. Und dann müssen wir natürlich auch gucken, wie sieht's denn aus? Okay. Man kann das leider nicht woanders hinbringen. Die Säge bringen wir direkt in unser Dorf. So. Ansonsten müssen wir Brunnen bauen. Ganz wichtig. 10 Bretter, 6 Ziegel.
Machen wir ruhig 20 und 12. Können wir gleich zwei bauen. Einen direkt hier, beziehungsweise hier hin. Und den anderen dann wahrscheinlich hier drüben. Und die müssen ja einen bestimmten Abstand zueinander haben. Wir machen ruhig mal vierfache Geschwindigkeit, hatten wir sowieso schon mal gesagt, glaube ich. Die Arkangießerei bringen wir jetzt erstmal hier rüber. Magischen Kreis können wir erstmal. Wird gar nicht aufgebaut. Kommt auf magische Art und Weise hier hin. Ich fände es cool, wenn die hier runterklettern, aber das ist ein Meckern auf einem Niveau, wo man gar nicht meckern muss. Beziehung mit Bourbon Dream hat sich verbessert. Weiß zwar nicht warum, aber ich beschwere mich auch nicht. Ich glaube, das ist eine gute Idee, dass unsere Siedlung da nach oben gewandert ist. So, den Herd packen wir dahin, genauso wie den Schmelzofen packen wir dahin. Und dann würde ich fast sagen, holen wir noch einen zweiten Schmelzofen. Kostet 10 Bretter, was bedeutet, wir müssen nochmal 10 herstellen. Finde ich ein bisschen arschig. Schauen wir mal, wo wir den nächsten Brunnen dann hinstellen können. Natürlich auch im Hinblick darauf, dass wir wahrscheinlich hier oben noch ein Haus hinsetzen werden. Das bedeutet aber auch, wir müssen die Metalle wegbringen. Aber es läuft ganz gut, Leute. Also ich kann mich gerade nicht beschweren. Was wir machen können, ist uns mal ein bisschen... Oh, warte mal, da fehlt ja jetzt einer. Und wir haben eine Kämpferin. Fern. Noch mehr Fern. Das sind ja nur Fernkämpfer, die wir hier haben. Nehmen Karl mit. Genau. Und mit denen gehen wir jetzt mal Medizin holen. Ich glaube, das ist für uns auch relativ wichtig auf lange Sicht. Es bringt uns ja nichts, wenn wir unsere Leute einfach nicht heilen können. Sieht auch so ein bisschen aus, als ob unsere Nahkämpfer deutlich schneller unterwegs sind als unsere Fernkämpfer. Easy. Alles kein Problem für unsere Gruppe. Deswegen würde ich sagen, gehen sie gleich zum nächsten. Wir müssen bloß gucken, dass wir Karl kurz heilen jetzt. Ist Karl denn auch eine Fähigkeit? Hat er nicht.
Nummer 10. Na gut. Wir haben jetzt gar nicht geguckt. Wie viel Schaden tatsächlich unsere Leute bekommen haben. Aber es ist halb so wild. Das Ding ist, ich weiß, der ein oder andere denkt sich, Alter, du, das ist unvorsichtig, was wir machen. Ist es im bestimmten Rahmen, aber wir müssen ein bisschen Druck machen. Denn ihr habt gesehen, wir brauchen unheimlich viel Forschungszeug. Immer noch irgendwo irgendwas. Ja, wir brauchen unheimlich viel Forschungszeug und fortschrittliche Materialien und. Die Frage ist halt, wo wir das herbekommen wollen. Wenn wir uns nicht einfach bewegen. Deswegen das Schlauste, was wir machen können, uns bewegen. Und es läuft ja eigentlich auch ganz gut. Von daher. Alles easy. So, Feinde nähern sich. Das ist okay. Ausweichen 2. Zack. Das Problem ist natürlich Verteidigungsmodus mäßig. Müssen wir jetzt gucken, dass wir einfach die Leute hier hinbekommen. In der Nähe auch irgendjemand, der Hilfe braucht. Und wir sind immer noch in dem Modus. Das wollte ich natürlich nicht. So, jetzt gehen wir aber nochmal in den Modus. Zack. Zack. Gucken, dass wirklich alle hier oben sind, wenn der Angriff kommt. Hoffen auch, dass der diesmal auch funktioniert, der Angriffsplan. Nicht so wie beim letzten Mal. Denn auch ihr habt ja in den Kommentaren geschrieben, Alter, dass das echt scheiß war, dass die Scheiße nicht funktioniert hat. Also ein paar Plätze sind doppelt vergeben. Deborah. Silas hätte ich gern hier. Brittany hat eine Pistole, kommt dahin. Ross. Dahin. Naja, alles gut. Versuch nur die Abwehrlinie jetzt noch ordentlich hinzubekommen. So, Leute. Und jetzt hoffe ich einfach, dass wir standhalten können.
So, Angriff. Easy. So, Krankenbett. Und schon geht das Ganze weiter. Ach ja, und dann brauchen wir auch noch jemand Hilfe von den Cockerinos. Das können wir natürlich auch erledigen. Und dann müssen wir auch mal gucken, dass wir hier so Sachen wie Harz und so uns besorgen. Vor allen Dingen diese Mission ja mittlerweile echt gefährlich geworden für uns. So, der Rest der Dämonen ist irgendwo hier lang gegangen. Da müssen wir gerade aufpassen. Aber Lauren kann natürlich einfach mal heilen. Für den Arsch. Wir haben nur einen Nahkämpfer, gerade mit Lauren. Ja, die macht das schon. Können wir auch mal von Stacy die Jägerinstinkte lossetzen, Alter. Hat sie eine höhere Genauigkeit. Nein, nein, nein. Silas. Nein, nein, nein. Das könnte jetzt ein bisschen blöd werden. Genau, dann müssen wir einfach nur gucken, dass wir die in Reichweite bekommen. So. Abflug. Mit der guten May. Sieht aus wie eine Akademikerin, würde ich sagen. Ich hoffe, dass auf dem Weg nach draußen jetzt nicht noch irgendwas passiert. Da kommen noch welche. Ein paar Höllenhunde, aber die könnten wir eigentlich schnell wegkillen. Werden natürlich, glaube ich, immer mehr und immer stärker, die jetzt kommen. Aber die paar XP, die wollte ich jetzt doch noch mitnehmen. Wer kann mir das schon gut verübeln? Können wir unseren Neuzugang natürlich auch gleich ausrüsten. Mittlerweile ja mit den besseren Sachen sogar. Ich sehe auch gerade Greg braucht noch ein Schild, Sebastian braucht ein Schild, Seth braucht ein Schild. Also 1, 2, 3 Schilde brauchen wir noch. Da könnten wir ja auch überlegen, ob wir schon die besseren Schilde bauen. Da
Level Up für die gute Stacy. Einmal auf Treffsicherheit. Wir haben schon die heilige Rüstung. Brauchst du natürlich aber auch die entsprechende Fähigkeit. Fähigkeit. Leck mich am Arsch, Alter. Ja, reden ist schwer, was ist los? Ihr müsst es ja immer so sehen. Ja, an Tagen, wo dann eine Folge rauskommt, wo ich öfter so, das sind meistens Sachen, wo ich in der Aufnahme schon, ich habe ja schon Dutzende Sachen aufgenommen, ne? Das ist ja nicht das erste, was ich heute aufnehme. Und dann wirst du irgendwann plem plem im Kopf. That's the way it is. So, Verteidigungsplan. May. Und Verteidigungsplan. Ende. So, dann müssten wir mal überlegen hier Metallminenmäßig, dass wir da was bauen. Zwei Schießpulver. Das sollte ja relativ fix gehen. Wie gesagt, wir können ja jetzt so viele Sachen machen. So, bauen wir das da hin. Und dann müssen wir auch mal die ganzen Prioritäten und sonst was von den ganzen Leuten. Wir haben ja so viele neue Leute bekommen. Die sind einfach richtig schlecht. Ne, wenn es um Basisaufbau geht und so, dann kannst du die in eine Tonne treten. Gruppe von Kundschaftern. Um die kümmern wir uns gleich. Britney bekommt erstmal Schaden. Oh. Angriffsgeschwindigkeit 20%. Fortgeschrittene Schusswaffen ausrüsten. Die wollten wir aber auch zu Bogenschützen machen, glaube ich. Oder dunkle Rüstung ausrüsten. Mal einen Schnellschuss. So, und dann schnappen wir uns mal die. Und radieren die aus dieser Welt. So, ihr Kundschafter Kacknasen. Da sehe ich schon mal einen Geist. Ich sehe Geister! So, Gruppe ein bisschen zusammenholen. Nicht, dass wir auf einmal zerfetzt werden. Die Besessenen sind echt momentan die, die mir am meisten Sorgen machen. Also sage ich ganz ehrlich, so die Besessenen, das ist schon hart an der Grenze. So, George. Du bekommst erstmal Ausweichen 1, herzlichen Glückwunsch. Die gute May. Treffsicherheit. Da hast du auch eine bessere Rüstung. So. Thank you.
wollte einen zweiten Brunnen bauen. Aber ihr seht, ja, wenn ihr hier oben die Zahlen beobachtet, das geht alles nach oben. Also es ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung gewesen, das hier umzubauen. Ich frage mich, ob hier das Haus, ich glaube, das ist genau eins zu breit. Ja. Na gut, allzu wild. Wenn hier das nächste Haus hinkommt, dann ist der Brunnen nur an der Kante des Hauses. Gefällt mir ganz gut. Ich überlege, ob wir noch eine zweite Säge bauen. Einfach damit wir eine zweite haben. Können wir den vielleicht mal hier so hin platzieren. Hauptsache, der nervt uns nicht. Durch Nutzen tun wir das ja gar nicht so. Ein Bote von Bourbon Dream trifft ein mit einer dringenden Anfrage. Ihre wichtigsten Vorräte gehen zur Neige und sie hoffen, dass du welche für sie erübrigen kannst. Alkohol und Stoff. Na komm, hier hast du. Kriegen wir 180 Schrott. Nice, danke. So, Gemüsebauernhof. Da wir uns die ganze Zeit vegetarisch ernähren. Das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Je mehr Bauernhöfe, desto mehr Nahrung kommt rein, desto eher können wir alles nach oben schrauben. Können wir eigentlich auch einstellen, dass wir mehr davon haben wollen. Wir sagen hier 300, maximal 500. Und hier vom Salat gehen wir auch mal auf die 300 hoch. Maximal 500. Dann brauchen wir Gemüse. Mehr nicht. Ich sag's mal so, solange es funktioniert, Leute, ist doch alles easy peasy, Alter. Da mache ich mir gar keine Gedanken dann. Ein paar Bretter mehr, dann können wir noch ein paar Betten bauen. Und dann, wie ihr seht, am Anfang hat sich das alles ein bisschen gezogen, aber jetzt, wo natürlich wir schon die ganzen Abläufe kennen und alles, lohnt es absolut, das auf vierfache Geschwindigkeit zu stellen, weil so viel Spannendes passiert ja dann jetzt hier nicht. Oder so viel Neues, sagen wir es lieber so. Dann kannst du das einstellen, ne, und dann wird das alles hintereinander weggebaut. Und dann ist natürlich der Progress auch ein ganz anderer. Progress, ja. Progress. Verstehst du? Verstehst du nicht? Na, dann kann ich auch nicht helfen. Okay. So, unsere Leute angekommen. Dann wollen wir mal gucken, wo derjenige ist, der Hilfe braucht. Oh, Legion. Oh shit, da ist ein Besessener. Alter. Leute, habt ihr das gesehen? Legion? Was der ausgehalten hat, der Dude, Alter? Leute,
wie es hier weitergeht, ob wir diese Mission überleben werden, was passiert, wenn das 2-3 so eine Legionstypen in unserer Basis ankommen und vieles mehr, das siehst du schon in der nächsten Folge von Judgment versprochen. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.